Und was ich den beiden verraten habe, ne, das war am Freitag, ist was ganz Besonderes. Nämlich nur der Märchenprinz und die Märchenprinzessin, die kommen in die besondere Lage, auch mal schulfrei zu kriegen. Wenn es mal gar nicht anders geht, terminlich. Ne? Schulfrei zu kriegen ist ganz, ganz schwer in Deutschland. Da sagt die Schulleitung immer, nee, das geht auf keinen Fall. Aber bei der Märchenprinzessin und bei dem Märchenprinz, da haben wir schon mal geschafft, wenn irgendwas Besonderes war, dass ihr dann auch mitkonntet. Ne? Also da merkt ihr auch, wie wichtig das Amt ist und dass auch da die Schule mit dabei ist. Ja, in dem Sinne mal einen ganz großen Applaus an unser Märchenprinzessin und Märchenprinzen. Und alles Gute, viel Freude, viel Spaß, bleibt gesund und munter. Und Ihnen und uns allen wünsche ich jetzt noch ein schönes Johannifest. Bei bestem Wetter, guten Gesprächen, gute Unterhaltung. Und dann bis zum nächsten Mal. Und ich bin ganz sicher, wir werden euch dann auf jeden Fall beim Viehmarkt, ob wir davor noch was haben, mal gucken. Aber auf jeden Fall bei der Viehmarkt zur Eröffnung und beim Viehmarkt seid ihr dann dabei. Reklame machen. Hm? Ich habe schon getanzt. Ja? Ich habe schon getanzt und so. Getanzt hast du auch schon. Hat nichts genützt. Hat nichts genützt. Großmutter und dann zog er ihre Kleider an, setzte ihre Haube auf, legte sich in ihr Bett und zog die Frau. Rotkäppchen war nach dem Boden gelaufen, als es so viele zusammen hatte. Spring lief sie in den Haus der Großmutter und ließ sie in die Stube tragen. Da sie hat schon was verkauft? Ja. Ne? Leon steht auch da unten. Ja. Ja. Genau.